Hinterbinder. Hinterbinder, Das was ist das passt denn? gut in die Serie Heiteres Beruferaten von Robert Lemke. Die Schweinchen scharren schon mit den Hufen. Welches Schwein hätten Sie denn Die scharren schon gern? mit den Hufen. Hinterbinder, also das ist ein Beruf, den es heute nicht mehr gibt, nehme ich an, oder? So ist es. Ich will euch jetzt nicht lange neugierig machen, ich will euch gerne aufklären. Zwei Häuser neben meinem Haus, wo ich gewohnt habe, wohnte der Reetdachdecker, der so für West zuständig war, für die ganzen Westerland-Förder, Dachdächer zuständig war, Jens Martensen. Der war Dachdecker und Küster. Der war auch Küster in der Kirche in St. Laurentii und Dachdecker. Sonntags Küster, werktags Dachdecker. Und da war ich oft zu Besuch. Und damals hat man die Dächer noch genäht. Also mit, wie heißt dieser Faden? Ich weiß jetzt nicht, wie der Faden heißt. Richtig. Also wurde richtig mit runden Nadeln genäht, das Reet, auf die Latten. Ne? Heutzutage wird das mit Draht festgemacht. Damals wurde es genäht. Das so. Und das heißt, das waren so ganz große runden Nadeln, die durchs Dach passen. Da war der Faden drin für das Reet. Und die hat Jens denn durchgeschoben und ich saß Draußen. drinnen. Ich saß Ah, drinnen okay. hinterm Dach, ganz oben, je nachdem, ganz oben, so auf einer Planke und musste natürlich aufpassen, dass ich die Nadel nicht ins Gesicht kriege. Da musste man schon ein bisschen aufpassen. Da kam nämlich eine Nadel samt Faden. Diesen Faden habe ich aus der Nadel rausgenommen, stramm Durchgezogen. gezogen. Dann hat er woanders wieder, dann hat er über der Latte wieder den Faden, die Nadel durch, ich Ja, muss wieder reinfummeln. reingefummelt und er wieder rausgezogen. Ach du Das nennt Schande. man Hinterbinder. Da Interessant. habe ich also ich habe quasi die Dächer hinterbunden sozusagen. Also quasi wie eine Nähnadel, die eine Öse hat, oder wie heißt das Ding? Ja, genau. Öse? Da habe ich quasi Durchgezogen. Was war das für ein Faden? ich weiß nicht, wie das heißt. Das muss ich recherchieren. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Ein Dicker, der war auch, glaube ich, getränkt in Teer, damit er besser Länger hält länger sicherlich. hält. Aber die haben ja trotzdem lange Wir gehalten, haben ne? ja natürlich, und wie gesagt, damals haben wir hintergebunden. Ich habe das in Stramm gezogen. Hast du das jetzt so ein bisschen nebenher gemacht oder hast du ihm einfach nur freundlicherweise ein bisschen geholfen? Das war meine Freude, hat mir Spaß gemacht. Das war mein. Ich habe da auch nichts für gekriegt, ne? Nicht, Wie dass ich alt warst du wüsste. da? Weiß ich nicht. Zehn, Zehn? zwölf, 15, 10 Zehn? Elf? ungefähr. Und das war das Hinterbinden. Also ich habe ganz viele Dächer, kenne ich von innen, und die Schnüre kenne ich auch alle. Ja, das ist jetzt aber auch gut. Ja. Heutzutage wird das mit Draht gemacht. Möchtest du das auch noch wissen, was ich dazu. Ja, mach mal, erzähl Denn mal. das hat beides Vor- und Nachteile. Der Vorteil bei dem, wie heißt denn dieser Faden noch? Kettfahren? Kriegen wir noch raus. Ist, wenn es mal brennt, das Dach, brennt der Faden mit durch und das Reet fällt ab. Ah, das Das ist ja dann brennende Reet gar nicht so fällt dumm. ab. Ja, schlau. Und es hört auf zu brennen. Heutzutage fällt das Reet nicht ab und es brennt rein. Da scheiden sich die Geister. Also es Hat ist Vor- und Nachteile Es halt, ne? feuertechnisch ist das mit dem Faden besser, weil das brennende Reet runterfällt und nicht reinbrennt. Ja, genau. Und heutzutage läuft das eben anders. Aber das habe ich einige Jahre gemacht. Oder was heißt Jahre? Einige Sommer, weiß ich Ja, nicht. sind ja einige Jahre, Es war schön. einige Sommer. Es war Ja, schön. schön. Gut, Dankeschön.